Janine auch schon da? Ja, physisch. Okay, frisch verliebtes Pärchen im Sofabereich. Wer von euch Pokis übernimmt? Pokis? Sally. Ich muss voll dringend in die Warenannahme. Es sind so nice Möbel angekommen. OMG, ich bin so in love. Got to go. Ach ja, die Nelly. Tja, die Nelly. Schaust du nach dem Pärchen, während ich hier nochmal die Lage checke? Also die Kaffeemaschine zum Beispiel? Klar. Ich meine, die einen sind so in love mit den Möbeln und die anderen mit der Haustechnik. Naja. Ach, heißgeliebter Kaffee. Wir beide versuchen es einfach später nochmal. Hm. Aber so ein Teilchen ist ja wohl noch drin. Viel Spaß. Alles. Also ihr zwei Stößchen. Und nochmal, ihr habt echt einen ganz exklusiven Geschmack. Ach, ich freue mich so. Ich mich auch. Aber vor allem auf mein schwarzes Badezimmer. Da kommt da ein Schild hin. Hast du im Leben nichts zu lachen, lass es auf dem Lokus krachen. Ja. Auf gar keinen Fall. Dafür hast du das pinke Bett. Für gar nicht mal viel pinke Pinke. Ach, hier meine Adresse für die Lieferung. Oh. Super. Dann hätten wir jetzt wirklich alles. Und dann sage ich mal so, nächste Woche pünktlich werden eure Möbel geliefert, ja? Juhu! Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Frigga! Ja, ich Was bin... Was ist los? Ach, ich bin viel zu spät. Ich habe doch gleich einen Termin beim Chef. Komm, jetzt trinken wir ein Schlückchen zur Beruhigung. Und Frigga, wenn der jetzt irgendwie motzt oder so, ne, dann stell den einfach splitterfasernackt vor. Ich meine, das ist doch verrückt. Ja, mach ich. Super Idee. Das hilft. Toi, 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 Frigga. Und Frigga, wie lief's? Ich habe ihn mir nackt vorgestellt, genau wie du gesagt hast. Hat aber nichts gebracht. Vielleicht stelle ich mir demnächst einfach vor, dass er direkt in der Luft verpufft oder so. Frigga. Hey, Janine, Feind im eigenen Haus. Okay, Quiz. Der Feind im eigenen Haus, deutscher Thriller mit Heino Ferch. Nee, kein Quiz. Der Typ von vorhin ist wieder da, aber mit einem anderen Girlfriend. Bitte? Das ist doch wohl ein Scherz, der war doch super nett. Ja, unbelievable. Die knutschen. So, das klären wir jetzt. Komm, Frigga. Auf gar keinen Fall. Komm, Frigga. Janine! Psst, Frigga. Ja. Ey, Frigga, der Typ hat nicht nur zwei Freundinnen, der zieht auch mit beiden zusammen. Ich sag dir, dem gehört mal so richtig die Dübel angezogen. Frau Kunze, ich hab da mal eine Frage zu der neuen Backkollektion. Steht dir vielleicht Plaudertasche auf dem T-Shirt? Hier ist ein Möbelmarkt, du kannst Warum sind Sie auf einmal so abweisend? Ja, fragen Sie doch Ihren Sohn, der freut sich, wenn jemand mit ihm spricht. Mein Sohn ist ein sehr guter Chef. Aber das mit dem Backen, das hat er überhaupt gar nicht drauf. Das macht alles Lulu zu Hause. Ich gehe ihn aber trotzdem suchen. Mein Gott. Wir kommen einfach nochmal wieder, aber ich habe jetzt ein Business-Termin. Dann viel Spaß bei dem Business-Termin. Ein Business-Termin. Janine, den Blick kenne ich. Entweder du musst aufs Klo oder du planst eine Katastrophe. Hm. So, Mariotronic. Nein, das ist doch wohl ekelhaft. Nein. Warte doch! Hey! Warte doch! Oh nein! Mensch! Das kann doch nicht wahr sein! Mann! Na warte, Freundchen, so leicht wirst du mich nicht los.
total romantisch. Komm, setz dich. Für dich nur das Beste, mein Herz. Du bist der Beste. Nabend. Du bist der Beste. Mieser, verlogener Mistkerl. Das wäre ja wohl zutreffender, nicht wahr? Ich meine, du kommst da eben einfach in unseren Laden rein, ja? Du ziehst mich in deinen privaten Scheiß mit rein und dann glaubst du, ich halt auch noch den Mund. Nee, mein Freund, nicht mit mir, entschuldige. Ich bin auch eine Frau. Sowas macht man einfach nicht, du Null. Tu den Scheiß-Champagner jetzt weg. Mich müssen Sie gar nicht so angucken. Er ist es doch schuld. Er ist doch der Mistkerl. Der kommt da eben einfach in unseren Laden, ja? Mit einer anderen Frau. Mit so einer Blonden. Mit der hat er auch eingekauft. Möbel. Denn mit der will er auch zusammenziehen. So einer ist der feine Herr. Was findest du denn daran jetzt noch so lustig? Du bist wirklich das Allerletzte. Und lustig ist das. Das ist wirklich brüllekomisch. Was lachst du denn so, debil? Ich glaube, du bist auf meinen Zwillingsbruder reingefallen. Das passiert so oft. Entschuldigung. Zwilling. Aber witzig, dass Marc und Alette auch bei Fuku einkaufen. Übrigens, wir planen eine Doppelhochzeit. Oh nein, wo ist ein Loch, wo ist ein Schrank oder ein Abflussrohr, in dem ich schnell verschwinden kann? Toll. Das ist super. Ich freue mich total für euch. Also ich sag mal so, ich würde das jetzt ganz gerne irgendwie gut machen. Vielleicht jetzt direkt, sofort. Und wie? Was riecht denn hier so streng? Toll auf jeden Fall. Schön, dass ihr alle da seid jetzt. Und ich verspreche auch, ich werde nie wieder meine Nase in anderer Leute Angelegenheiten stecken. Wer es glaubt. Fricka, bitte. Mike? Zu Tisch. Ist das Kunzes ernst? Sind das etwa Kunden? Wir haben doch unsere Regeln. Mike, wir haben doch früher auch immer nachts heimlich im Schwimmbad gegrillt. Apropos Schwimmbad, da komme ich wieder auf meine Idee mit dem Pool für deine Kunden im Möbelhaus. Die Pläne sind schon fertig. Mein bester Mann. Und auch nochmal, Papa. Lulu wartet schon mit dem Essen. Entschuldigung. Ja, Schatz. Schatz, ich bin gerade total schlecht. Ich habe versucht, Wäsche zu waschen und du hast was? Bis zu den Knien im Schaum. Versucht, Wäsche zu waschen und steckst bis zu den Knien im Schaum? Nein, fass doch bitte nichts an. Ich komme sofort. Ja, es tut mir total leid. Fricka, ich räume morgen auf, ja? Guten Appetit noch. Manchmal ist es nicht so, wie es auf den ersten Blick scheint. Bevor man irgendwas tut oder jemanden bewertet, vielleicht noch einmal genauer hinschauen. Oder einfach nachfragen. Eure Janine. Ich komm in den Laden wie der letzte Mohikaner auf der Suche nach nem Bett, weil das letzte schon im Arsch war. Es muss fresh sein, nicht die Reste aus dem Lager. Will das Beste vom Besten, was ihr da habt. Also gib mal her das Teil. Und ich weiß, Bro, du machst einen fairen Preis. Chicks stehen auf Dinner bei Kerzenschein, also pack mir noch ein Herd dabei.